Thaler, Thaler, du musst wandern. Ja, und zwar in meinen Mund. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wie ihr gesehen habt, es gibt ganz, ganz leckere Apfeltaler vom Blech bei mir heute. Ja, und diese Äpfel, die habe ich jetzt ja schon mal. Und ja, das sind so richtig schöne, rote, rotbackige Exemplare hier. Und der Teig, der geht wieder ganz einfach zu machen. Das ist ein Öl-Quarkteig und gemacht wird der mit Dinkelmehl. Dann, da wird zusammengerührt, dann kleine Talerchen geformt, ab in den Backofen. Und wenn die dann so lauwarm gegessen werden, so wenn die aus dem Backofen kommen, ganz frisch und dann so, ja, lauwarm gegessen, so ein bisschen mit Puderzucker bestäubt. Oh, habt ihr ja gesehen, die schmecken wirklich lecker. Und wer will, der macht einfach noch eine Kugel Vanilleeis dazu. Köstlich, sage ich euch. Aber ich würde sagen, nach dem kurzen Intro geht's dann los. Bis gleich. Die Zutaten für die leckeren Apfeltaler, die schreibe ich euch natürlich noch alle auch noch in die Infobox. Die Äpfel habe ich gewaschen, geschält und dann geviertelt und das Kerngehäuse dann entfernt und dann in kleine Würfelchen geschnitten. Wenn euch mein Video gefällt, dann abonniert mich doch ganz einfach und drückt die Glocke, dann verpasst ihr auch keines meiner Videos mehr. Ja, und jetzt ist ja die Apfelzeit und ich habe recht viele und ich glaube, in Zukunft wird es noch einige mehr Videos mit Äpfeln geben. Also da könnt ihr euch auch schon mal freuen. Alle Zutaten einfach in eine Rührschüssel geben und das Ganze wird dann zu einem Teig vermengt, sage ich jetzt mal. Und zum Schluss kommen dann die Apfelstückchen dazu und die werden dann einfach nur noch untergemischt. Und ich habe schon wieder den Fehler gemacht und habe mir den Handmixer zur Seite genommen. Nein, dieser Teig geht am besten mit den Händen, weil der ist ziemlich glitschig und fest. Also macht's einfach mit den Händen. Und zum Schluss dann die Äpfel schön untermengen. Und für Apfelkuchen-Fans habe ich auch noch so einen kleinen Apfelkuchen mit Butterstreuseln und der ist auch so lecker und einfach zu machen. Also, wenn ihr Lust habt, ich verlinke es euch oben mal. Schaut auch da mal rein. Der Backofen ist vorgeheizt auf 180 Grad Umluft und ihr formt jetzt mit dem Esslöffel einfach circa 12 kleine Taler auf das Backblech und schiebt das ganze Blech dann für 20 bis 25 Minuten in den Backofen. Dann die Apfeltaler nur noch mit Puderzucker oder mit Zimtzucker bestreuen und genießen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen bei euch und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!